Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Timoschenko-Updates. Heute werden wir uns mal mit den russischen Kampfpiloten auseinandersetzen. Derzeit gibt es ja ein Angebot, dass man halt russische Offiziere sowie ATs günstiger erwerben kann. Also ihr könnt das Angebot durchaus nutzen. Es lohnt sich. Ihr zahlt dann halt 50% nur an Gold gegenüber dem Normalpreis. Und bei einigen Einheiten sind dann die Offiziere tatsächlich sogar günstiger als die Rekruten. Gut, so viel zunächst einmal dazu. Wir haben, wenn wir mit den Piloten starten, die JAK-9 zur Verfügung. Ich kann euch das Flugzeug einmal kurz vorstellen. Kolbenmotor, Flugzeug, 20 mm Kanone und 12,7 mm MG in der Nase. Erinnert ein wenig an die britischen bzw. amerikanischen Flugzeuge, beispielsweise. Die Spitfire ist das, glaube ich. So, gut. Erstmal vorweg, also ihr startet mit der JAK-9, 20 mm, wie gesagt, und 12,7 mm MG. Ihr könnt das Fahrzeug entsprechend mit Munition verbessern. Euch stehen die 20 mm BZ-panzerbrechend zur Verfügung, das ist die Standardmunition. Dann habt ihr die Hartkerngranate, die bis zu 15 mm Panzerung durchdringen kann, und dann entsprechend die High Explosives. Ich werde dann hier nochmal die panzerbrechende Munition zulegen. Gut, das sind also die drei unterschiedlichen Munitionsarten, die ihr zur Verfügung habt. Ach so, die High Explosive werde ich mir auch noch. Gut, okay. So, das also die drei entsprechenden Munitionsarten. Was wir natürlich jetzt auch noch dann gleich im Anschluss machen sollten, ist die Munition entsprechend aufzufüllen. Damit ihr das auch nicht vergesst, empfiehlt es sich dann durchaus automatisches Auffüllen, außer ihr seid knapp an Credits, dann natürlich nicht. Gut, ich denke mal. Ja, panzerbrechend ist okay. Reparieren auch automatisch. Gut, das war's eigentlich schon. Könnt jetzt noch Waffen entsprechend euch auswählen, damit euer Pilot sich, falls er abgeschossen wird, auch verteidigen kann. Ihr habt zur Wahl die Maschinenpistole oder die TT-33 Handfeuerwaffe. Ich empfehle am Anfang dann die MP, denn ihr habt eine höhere Feuerrate. Und damit könnt ihr euch dann doch durchaus besser verteidigen. Gut, Kampfabzeichen gibt es natürlich nur, wenn ihr auch welche habt. Dann gehen wir in den inszenierten Kampf. Jetzt hier noch schnell den Piloten finden. Panzerbesatzung erstmal raus. Hier haben wir ihn. Die Scharmützel müsst ihr dann entsprechend abschalten. Das sind die drei. Okay. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. 12 Sekunden, sagt er mir. Dann werden wir sehen, wie lange das tatsächlich braucht. Gut, sobald er sich wieder eingeloggt oder sobald er sich in eine Mission eingeloggt hat, werde ich die Aufnahme fortführen. Dann mache ich jetzt zunächst einmal einen kurzen Aufnahmestopp. Gut, da geht's dann auch schon los. Wir müssen verteidigen, Dorfverteidigung bzw. Stadt. Gut, und los geht's.
gewaltige russische Musik. Wir starten bei O1. Und dann schauen wir uns mal die Wendigkeit der Maschinen an. Flugeigenschaften. Gut, wir kämpfen gegen die Deutschen. Grundsätzlich fliegt sich die Maschine aber eigentlich sehr gut. Ich meine, ich habe jetzt noch keine großartigen Manöver gestartet, aber kann es durchaus sehr gut mit den Messerschmitten aufnehmen. Erwischt. Jetzt werden wir selber auch noch beschossen. Aber ihr seht, man kann relativ enge Manöver ähnlich der Messerschmitt fliegen. Also das, was eigentlich mit der Lightning mehr möglich ist, relativ wendig. Ah, jetzt haben wir einen Leck gehabt. Da ist er zerschellt. Wir müssen mal schauen, uns geht nämlich langsam die Munition aus. Sehr schön, die Flugeigenschaften knapp über dem Boden. Okay, jetzt steigen wir dann doch aus.
gerade definitiv zu Liga-lastig. Seht ihr den russischen Geländewagen? Ihr seht ja auch, wenn ihr an den Himmel schaut, relativ viel Flugverkehr. Eigentlich Line.
Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier rüber schwimmen können. Ja, schade, dass ich euch jetzt nicht noch mehr Pilotenspielerei hier präsentieren kann, aber ich bin halt einmal abgeschossen worden. Seitdem sieht man auch keine Deutschen mehr. Das war einige in der Luft. Ja, das Schöne ist, mit der PPD haben wir, war ich schnell genug, ich habe ihn noch gesehen, habt ihr relativ viel Munition zur Verfügung. Abgeschossen.
Okay, wie ihr seht, habt ihr hier auch mehr Bomben zur Verfügung. Dafür halt weniger Munition. Okay, das wäre beinahe schief gegangen. Aber wenn ihr steuert, dann könnt ihr sogar landen. Das hinkriege. Oh, okay, wir werden beschossen. Ja. Also ihr seht, mit der Maschine könnt ihr eigentlich relativ gut die Flüge veranstalten. Ja, okay, jetzt habe ich mich leider selber ausgenockt gerade. Stellenweise ist das hier mit den Lags dann doch etwas ungünstig. Ich selber schon mal reagiert, aber gut, haben wir uns einmal selber abgeschossen.
Leider. In der Wertung stehen wir eigentlich relativ gut da. Seht, ihr könnt Bomben auch in schneller Folge abwerfen. Thank you.
Ja, leider nicht. Schade. Er hat die das Fahrwerk nicht ausgefahren. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten. Wir haben ja ordentlich, wie ihr sehen könnt, ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Luftkampf und taktischer Bomber. Ebenso ein paar Badges. Auf der Rangliste, gut, Platz 10. Und 5042 Credits und dann den Veteranenbonus. Sehr schön. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.